Ich verwurze Modern, um einen der besten Nudelsalat ever zu machen. Mit bester Grüße von Mutti gleich mal die Schüssel geklärt. Goldene Stunde. Ich wollte noch mal versuchen, neue Timelapse zu machen, so von Tag auf Nacht. Das hat mir das letzte Mal noch nicht so hundertprozentig funktioniert, noch nicht so hundertprozentig gefallen. Da ist der Himmel jetzt so explodiert, hätte ich auch nicht gedacht. So muss das. Wie schon zu Primark muss dann zumindest so. Shopping für erfolgreich hinter uns gebracht. Aua. Doch nicht deine Brille. Den letzten Metern kriegen wir noch Sommer. Boom, kein Schimmel. Der Sommer denkt sich, er kommt nochmal mit Völkerracho zurück. Das ist doch in Ordnung. Das ist Grund genug, dass wir mal gucken, dass wir mal ein paar B-Rolls hier eingefangen bekommen. Schon sehr lange her. Heute ist so ein bisschen freier Tag und ich finde mal, daraus machen wir ein bisschen was. Dementsprechend zuckeln wir jetzt mal los, geben noch einen Milchshake und dann mal sehen, ob wir so ein bisschen weiter kennen können. Ja, ich weiß, es ist Sonne, aber trotzdem. Das nenne ich mal einen Autofokus. Ja, der Dreck auf der Scheibe ist interessanter als das, was davor passiert. Moin, was soll's sein? Moin, ich hätte gerne einen großen Erdbeermilchshake mit Schokosoße. Noch ein Moin? Das wäre alles, danke. Moin. Jo, danke schön. Auch so, danke, ciao, ciao. Ich weiß, was wir gleich mal machen können. Können wir das Auto waschen? Das ist wichtig. Also, mich schick das beste Leben.
zumindest mal wieder alles richtig schön sauber. Dann machen wir noch ein bisschen fahren. Machen wir jetzt auch noch und dann wollen wir noch ein paar B-Roll-Szenen aufnehmen. Ne? Was halt einfach auch noch ein echt wichtiges Thema ist, vor allem auch für mich selber persönlich bin ich immer gewählt, die beste Aufnahmequalität zu bieten, was natürlich mitunter auch bedeutet, dass ich am besten halt nicht das Handy nutze. Ich habe mir das in den letzten Aufnahmen mal so ein bisschen genauer angeschaut und ja, ich habe einen Ultraweitwinkel im Handy drin, ist gar kein Thema. Gerade wenn man Nahaufnahmen macht, das Bild lebt eben nicht besonders. Und man sieht es halt einfach, was für eine Qualität das ist zwischen Handy und zwischen richtigen Kameras. Ich versuche echt in Zukunft so oft wie möglich die richtigen Kameras zu nutzen. Ich weiß aber, versteht man sich das meinen? Wie ihr sicherlich schon gemerkt habt, ist das ein kleines Sabbelvideo, aber das muss einfach ab und zu mal ein bisschen sein. Bei mir ist halt nicht immer überall irgendwie irgendwas los, sondern ich habe auch einfach mal so ganz lockere Tage drin, wie zum Beispiel auch heute. Nichtsdestotrotz versuche ich euch meine Gedankengänge so ein bisschen auch mitzuteilen, weil das ist, glaube ich, nicht weniger interessant, zumindest für Leute, die sich um Kameratechnik interessieren. Und werde dann aber wirklich auch dort wiederum versuchen, so oft und so gut ich kann, mit den großen Kameras zu filmen. Angefangen natürlich mit der ZV-1 hier, aber dann natürlich auch mit der R5, die natürlich das 1535, was ja dann quasi auch die Vlogger- und auch Cinematic-Linse schlechthin ist. Die ist zwar schwerer als zum Beispiel die Sony-Geräte, aber ich habe zum Beispiel auch ein stabilisierteres Bild als die Sony-Geräte. Das muss man nun mal auch sagen. Ist so ein bisschen das Ding, immer so ein bisschen der Kompromiss, auf welchen man, auf was man gerade gehen möchte. Ich weiß auch nicht, ob ich mein Leben lang da bleiben werde, aber vorerst habe ich genau diese Technik und werde damit auch vorlieb nehmen. Ich habe ganz vergessen, wir haben ja das Nörden-Festival. Keine Ahnung, wie man es ausspricht. Ist aber, glaube ich, dänisch Nörden oder so, ja, kommt das hin, ja. Das haben wir auf jeden Fall in den nächsten Wochen hier. Was bedacht, dass ich hier nirgendwo parken kann? Zumindest nicht da, wo ich es gewohnt war. Muss ich mir noch mal eben kurz eine andere Parkmöglichkeit raussuchen. Hier jedenfalls oder wahrscheinlich nicht. Ich muss euch da mal was zeigen, denn ich kann dem Ganzen nur zustimmen. Konnte natürlich absolut keine Ahnung, definitiv nicht, aber das war natürlich schon Zucker jetzt dieses Mal. Ja, der Sommer hat voll zurückgeschlagen, was soll ich euch erzählen? Ja, wir sind auch eigentlich im Endspurt des Urlaubs. Ab nächste Woche geht's ganz normal wieder los. Heute ist Mittwoch. So ein, zwei Kleinigkeiten machen wir noch. Wenn natürlich am Wochenende was passieren sollte, ist die Kamera wie immer mit am Start. Aber bis dahin sollte das, glaube ich, erstmal soweit alles gewesen sein. Ich werde jetzt nochmal kurz ohne tanken fahren. Ich hoffe mal, auch das ruhigere Video war gut. Wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen nach oben. Wir sehen uns dann in einer der nächsten Videos wieder. Bis dahin, haut rein, macht's gut, bye bye und ciao, ciao.